Ralf Brinkhaus ist neuer Fraktionsvorsitzender der Unionsfraktion. Drei Dinge, die man jetzt über ihn wissen muss. Erstens, die Unionsprominenz war gegen ihn. Ob Kanzlerin Angela Merkel, Bundesinnenminister Horst Seehofer oder NRW-CDU-Chef Armin Laschet, sie alle haben die Kandidatur des bisherigen Fraktionschefs Volker Kauder unterstützt. Deshalb gilt der Sieg von Brinkhaus auch als Niederlage für die Führungsriege der Union, besonders für die Kanzlerin. Zweitens, Brinkhaus ist Finanzexperte. Bisher war er für die Themen Finanzen, Haushalt und Steuern zuständig. Außerdem ist er gelernter Steuerberater und betreibt in seiner Heimatstadt Gütersloh nach wie vor eine eigene Kanzlei. Drittens, sein Politikstil ist nüchtern. Seinen überraschenden Sieg spielte er herunter, nannte ihn kein Drama. Und auch sonst blättert der 50-jährige Ostwestfale lieber in Akten, als provokante Tweets abzusetzen. Über die Zusammenarbeit mit der Kanzlerin sagte Brinkhaus nach seinem Sieg immer wieder diesen einen Satz: Zwischen uns passt kein Blatt Papier.